Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. Es gibt heute ein Update zum 0815 Dividendenstrategie Depot. Ja, schon wieder ein Update. Ich habe ja erst vor einigen Wochen ein Update dazu rausgebracht. Allerdings durchleben wir gerade eine sehr spannende Zeit, die durchaus zum Nachdenken anregt und in der man seine Entscheidungen doch mal etwas kritischer hinterfragen sollte. Und das habe ich getan und das Ergebnis möchte ich dir in diesem Video gern vorstellen. Zu Beginn wie immer der Hinweis, dass es sich hierbei um keine Anlageberatung handelt, sondern nur um eine persönliche Meinung. Wir sind hier im 0815 Dividendenstrategie Depot drinne und man muss sagen, dass dieses Depot sich ganz grundsätzlich sehr ordentlich geschlagen hat in den letzten Jahren, seitdem ich damit angefangen habe, und auch gerade jetzt in der Krise steht dieses Depot wirklich sehr gut da. Wir sehen, dass ich nach wie vor solide im Plus bin. Ich weiß nicht, die Comdirect hat irgendwie in den letzten Tagen immer mal so Probleme mit dem Anzeigebild hier oben. Ich glaube, ich bin sogar gut 1000 Euro jetzt im Plus nach wie vor bei diesem Depot und einige Werte sind wirklich stechen hier nach wie vor sehr positiv heraus. Allen voran Microsoft mit 63,95% im Plus. Das ist wirklich bombastisch. Aber es gibt einen Wert, über den ich heute sprechen möchte, der reißt quasi nach unten aus, und zwar den ich bis dato wirklich auch bespart habe, und zwar Airbus. Airbus ist von, ich weiß gar nicht, plus 25% oder sowas auf minus 50% gesunken. Jetzt steigt die Aktie heute mal wieder ein kleines bisschen, aber ist gigantischer Verlust von 42,2% aktuell. Und gerade jetzt in solchen Krisenzeiten ist es mal an der Zeit, so ein bisschen seine Strategie sich anzugucken, wie funktioniert sie und insbesondere die einzelnen Werte mal so ein bisschen zu überprüfen, weil jetzt trennt sich so ein kleines bisschen Spreu vom Weizen. Und Airbus ist genau das Unternehmen, was mir in letzter Zeit etwas, mit dem ich mich etwas intensiver beschäftigt habe, und ich möchte meine Überlegungen jetzt gern teilen und auch meine Konsequenzen. Und zwar, wenn wir uns das Gesamtdepot angucken, dann macht Airbus jetzt hier noch 5,7% aus, war auch ein so ein Unternehmen, was eher 10% ausgemacht hat, ist aber halt gigantisch abgestürzt, deutlich stärker gefühlt als alle anderen Unternehmen, die ich aktuell noch bespare. Wenn wir uns das hier mal angucken, dann hat es die meisten Werte gar nicht groß zerlegt, also doch sind einige ordentlich unter die Räder gekommen, ohne Frage in dieser aktuellen Situation. Aber gerade eine Airbus-Aktie, das sehen wir hier, die war noch vor kurzem bei einem 140 Euro, 130 Euro und jetzt sind wir halt noch bei 58. Also die hat es wirklich deutlich stärker zerlegt als all die anderen. Und was ist nun bei Airbus passiert? Airbus hat, haben es hier offen, Airbus hat die Dividende gestrichen und die Prognose gestrichen. Im Übrigen genauso wie Boeing, also die beiden Unternehmen nehmen sich da nicht so besonders viel, aber es soll jetzt um Airbus gehen. Und Airbus hat die Dividende gestrichen. Nun muss ich mich fragen, in diesem Depot ist die Grundbedingung oder das erste Kriterium Dividende ja, nein. So entscheidet sich hier, welche Werte in den Sparplan aufgenommen werden oder nicht. Also da gibt es natürlich noch viele weitere Kriterien dann dahinter, aber das erste und einzige K.O.-Kriterium ist Dividende, ja oder nein. Nun hat Airbus diese Dividende gestrichen. Jetzt muss ich mich fragen, ist es die Situation, ist es gerade wirklich ein historisch einmaliges Erlebnis, was halt insbesondere die Luftfahrtindustrie trifft, was dazu führt, dass Airbus zu diesen Maßnahmen gezwungen ist. Und ich glaube, dass wir uns gerade durchaus in einer möglicherweise historischen Situation bewegen. Ich glaube, es gab etwas Ähnliches 1957 schon mal, da hieß das Ganze Asien-Grippe, aber da gab es das Unternehmen Airbus noch nicht, zumindest nicht in dieser Form. Und von daher muss man sagen, in dieser Form ist das definitiv das erste Mal. Aber man muss jetzt das nicht, oder das, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir nicht angeguckt, wie das Unternehmen quasi in einer ähnlichen Situation agiert hat, sondern einfach ganz grundsätzlich, wie das Unternehmen in Krisen reagiert. Weil ich möchte ja keine Unternehmen in diesem Depot haben oder dieses Depot soll einfach langfristig steigende Dividenden bringen. Und dafür braucht man natürlich Unternehmen, die langfristig steigende Gewinne und steigende Dividenden erzielen. Also habe ich mir mal angeguckt, wie hat Airbus in der Vergangenheit so reagiert? Wie sieht erstmal die Dividende bei Airbus in den
letzten 20 Jahren aus oder hier 18 Jahre. Das ist jetzt die Investor Relations Seite von Airbus. Ich verlinke das alles unten auch in der Videobeschreibung. Das ist die Dividendenhistorie von Airbus. Und nun muss ich sagen, das ist nicht so besonders attraktiv. Wir sehen hier, dass jetzt für 2018 ist noch eine Dividende von 1,65 ausgeschüttet worden, 1,65 Euro und jetzt für 2019 ist das Ganze gestrichen worden. Aber das ist kein neues Szenario, sage ich mal, weil wir sehen es hier, von 2001 auf 2002 ist die Dividende ordentlich gestrichen, also gekürzt worden, von 2005 auf 2006 ist die Dividende ordentlich gekürzt worden und in der letzten größeren Krise 2008, 2009 ist die Dividende sogar komplett gestrichen worden. Das heißt, Airbus hat in den letzten 10 Jahren ohne Frage eine tolle Rendite, auch tolle Dividendensteigerung hingelegt und das waren die Sachen, wovon ich mich zugegebenermaßen habe ein wenig blenden lassen, als ich das Unternehmen gekauft habe oder als ich das Unternehmen in den Sparplan aufgenommen habe. Aber wenn ich mir jetzt so diese längerfristige Entwicklung angucke, dann muss ich einfach sagen, dass das nicht ungewöhnlich ist bei Airbus, dass die Dividende gekürzt oder gar komplett gestrichen wird. Von daher, ja, wir haben sicherlich eine historische Situation aktuell, aber wenn es ein bisschen kriselt, dann streicht Airbus die Dividende relativ schnell mal oder kürzt sie zumindest. Es gibt ohne Frage eine tolle Entwicklung in den letzten 10 Jahren, ganz grundsätzlich bei dem Unternehmen, aber es kann ja ein tolles Unternehmen sein, aber für dieses Depot, für die Bedingungen trotzdem eine schlechte Investition sein. Und ich habe mir auch noch ein bisschen weiter die Kennzahlen angeguckt und mir mal angeguckt, wie Airbus so in den Jahren der Krise performt hat. Und das habe ich über den Aktienfinder gemacht. Und da gehen wir hier mal ein kleines bisschen nach unten. Ich hoffe, man kann das alles schön erkennen. Wir nehmen hier mal die Payout-Quote raus. Ganz grundsätzlich muss ich sagen, was möchte ich eigentlich haben? Ich möchte Unternehmen haben, die hier in diesem Bereich folgende Entwicklung aufweisen. Der Gewinn, das Grüne, der Gewinn pro Aktie soll von links unten nach rechts oben verlaufen. Der freie Cashflow am besten genauso. Dazu die Dividende natürlich ebenfalls von links unten nach rechts oben. Also das ist das, was ich haben möchte. Das sind die Unternehmen, die ich investieren möchte. Wir haben hier einen Zeitraum von 2001 jetzt bis 2020. Also wir haben 20 Jahre. Da sieht man quasi auch, wie die Unternehmen in den letzten Krisen operiert haben. Und es gibt ja durchaus zyklische Unternehmen, die es trotzdem schaffen, ihre Dividenden weiter zu zahlen, wo das halt auch mal ein bisschen auf und ab geht. Ist kein Problem. Aber hier sieht man, Airbus hat ordentliche Schwankungen, massive Gewinneinbrüche, hier teilweise ist es öfter rot und jetzt sehen wir es, dass es heftigst nach unten geht und auch die Dividenden, ja ich habe es hier gerade bei Airbus auf der Investor Relations Seite schon gezeigt, geht halt heftigst nach oben und unten. Das heißt, alles in allem muss ich konstatieren, dass dieses Unternehmen für dieses Depot, für diese Strategie eigentlich nicht ideal war, dass ich hier einfach einen Fehler gemacht habe und letztendlich Geld verloren habe aufgrund meiner Entscheidung, aufgrund einer Fehlentscheidung. Das muss ich konstatieren, das muss ich festhalten, das muss ich zugeben und jetzt liegt es an mir, da die Konsequenzen draus zu ziehen und das Erste, was ich natürlich gemacht habe, ich habe Airbus jetzt aus dem Sparplan entfernt und habe ein anderes Unternehmen hinzugefügt, welches ich grundsätzlich für deutlich attraktiver halte für dieses Depot und auch als Unternehmen ein besseres Investment möglicherweise. Und zwar möchte ich das Unternehmen auch hier direkt mal vorstellen. Und zwar handelt es sich um Nike. Das Unternehmen kennt sicherlich jeder, ist der größte Sportartikelhersteller der Welt mit großem Abstand, sehr viel größer als Adidas, als der deutsche Konkurrent. Und wenn man sich das Unternehmen anguckt, das ist letztendlich genau das, was ich, jetzt ist es ja irgendwie deutlich größer, das ist letztendlich genau das, was ich sehen möchte. Ich habe bei Airbus erklärt, wie das hier aussehen soll. Gewinn von links unten nach rechts oben. Freier Cashflow, können wir hier mal mit anmachen. Die Entwicklung links unten nach rechts oben, Dividende durch den freien Cashflow gedeckt, Dividende wächst solide an. Das ist genau das, was ich sehen möchte und das ist genau ein Unternehmen, was quasi bombastisch da reinpasst. Nun muss ich sagen, also Airbus, Nike wird das Unternehmen sein, was neu in diesen Sparplan hier wandert und stattdessen wird Airbus aus dem Sparplan rausfliegen. Wenn ich mir jetzt hier mal angucke, die Branchenaufteilung,
dann muss ich sagen, ich habe hier bereits ein deutliches Übergewicht im Bereich Konsumgüter. Und Nike zählt, glaube ich, auch als Konsumgut und zwar als Sportartikelhersteller. Aber die obere Kategorie ist quasi der Bereich Konsumgüter. Das heißt, der Bereich Konsumgüter wird in diesem Depot sogar noch weiter wachsen. Das sind allerdings auch genau die Werte, die perfekt zu dieser Strategie passen. Der Bereich Transport und Verkehrssektor ist gar nicht so einfach mit dieser Strategie abzudecken. Allenfalls vielleicht durch ein Eisenbahnunternehmen könnte man so ein kleines bisschen abdecken. Das wäre eine Möglichkeit. Ich habe mich dennoch für Nike entschieden, weil ich einen Sportartikelhersteller oder Sportbekleidung in dieser Form sowieso noch nicht im Depot habe und daher bietet es sich an, dieses Unternehmen in den Sparplan aufzunehmen, zumal es ansonsten wirklich super zur Strategie passt. Ja, ich glaube, das sind einfach Zeiten, wo man vielleicht seine eigene Strategie nicht überdenken sollte. Es ist wichtig, dass man eine Strategie hat, aber dass man dann nach dieser Strategie handelt. Und ich habe mit Airbus einfach ein Unternehmen im Depot, was jetzt ordentlich Verluste bereits geschrieben hat, was sicherlich ein tolles Unternehmen ist. Ich mag persönlich das Unternehmen Airbus sehr gern, aber es ist halt wichtig, da die Emotionen rauszuhalten und Airbus passt nicht mehr dazu und genau genommen hat wahrscheinlich Airbus auch nie so wirklich reingepasst. Man denke an dieses Auf und Ab hier, ständiges Dividenden kürzen und streichen, wenn es mal nicht so läuft. Das ist einfach nicht das, was ich für dieses Depot möchte, was zu meiner Anlagestrategie passt und aus diesem Grund musste ich in den sauren Apfel beißen und habe Airbus entfernt und habe Nike neu in den Sparplan aufgenommen. In diesem Sinne, nochmal der Hinweis, handelt es sich um keine Anlageberatung, sondern nur um meine persönliche Meinung. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.